Ja, willkommen zum 36. DOCFEST München, dem wunderbaren Dokumentarfilmfestival hier in München. Wir sind im Silbersaal des Deutschen Theaters und zeichnen dieses Interview auf, auch wenn wir natürlich gerne, wie in Prä-Corona-Zeiten, woanders gewesen wären, uns zusammengesetzt hätten, die Filme zusammengeschaut hätten und Interviews live gemacht hätten. Mein Name ist Astrid Schilling, ich bin Studienleiterin an der Katholischen Akademie in Bayern und wir freuen uns, dass wir schon zum 13. Mal in Folge Kooperationspartnerin des DOCFEST München sind. Dieses Jahr zeigen wir in Kooperation den Film Der wilde Wald von Regisseurin Lisa Eder, die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ja, jetzt kommen wir einfach ein bisschen ins Gespräch über Ihren wunderbaren Film. Ja, Frau Eder, erstmal Glückwunsch zu diesem wunderschönen Film. Danke. Gebe ich an das ganze Team natürlich weiter. Ein Film ist ja nicht, den habe ich ja nicht allein gemacht. Ja, genau. Danke. Ja, erstmal vielleicht eine ganz allgemeine Frage. Es geht ja bei der Wilde Wald um den Nationalpark Bayerischer Wald. Wie ist Ihre Beziehung zum Wald generell und in dem Fall zum Nationalpark Bayerischer Wald im Besonderen? Also ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe des Nationalparks, also eigentlich mittendrin aufgewachsen. Insofern ist meine Beziehung eine von Kindheit an sehr enge. Wir sind als Kinder, ja, wir sind im Wald aufgewachsen. Wir haben im Wald gespielt. Der Wald hat mich Zeit meines Lebens natürlich begleitet, weil er mich sehr geprägt hat von klein auf. Und meine Eltern leben nach wie vor dort. Ich bin mit einem Förster verheiratet, wo auch natürlich sehr viel Prägung ich erfahren habe. Und ich habe Zeit meines Berufslebens mich auch sehr intensiv mit dem Thema Natur beschäftigt. Und Natur ist, wie für die meisten auch für mich, der Wald. Also insofern hat der Wald eine immense Prägung für mich. Und man sieht ja, dass der Film in Kooperation auch entstanden ist. War das eine Auftragsarbeit oder kam die Idee doch erst von Ihnen? Das war ein sehr, wie ich im Nachhinein finde, glücklicher Umstand. Es gab eine Ausschreibung, eine europaweite Ausschreibung. Mhm. Der Nationalpark wollte zum 50. Jubiläum im Jahr 2020 einen Dokumentarfilm produzieren lassen, sage ich jetzt mal so. Ich habe mich dann an dieser Ausschreibung, also ich habe mich da beworben und ich habe dann es geschafft, dass ich noch weitere Co-Produktionspartner bekomme. Also der Nationalpark ist der Haupt-Co-Produktionspartner. Mhm. Ich bin die ausführende Produzentin und auch Regisseurin. Ich habe noch weitere Partner gefunden, die es mir dann ermöglicht haben, diesen Film halt wirklich auch so zu realisieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der, ich habe die künstlerische Freiheit laut Vertrag. Also es ist keine Auftragsproduktion. Mhm. Der Nationalpark hat sich da vollständig rausgehalten. Die haben natürlich sehr unterstützt bei den Dreharbeiten, also dass wir ins Gelände gehen konnten mit Rangern, dass halt immer jemand dabei war, mhm. aber die haben keinerlei Einfluss genommen auf den Inhalt, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Ja, Sie haben, finde ich, ganz tolle Filmaufnahmen und fangen Stimmung auch wunderbar ein, und zwar also auch zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Jahreszeit. Wie viel Zeit haben denn diese Filmaufnahmen in Anspruch genommen? Also es war ja fordernd. Wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Drehtage wir hatten, ich glaube an die über 70 Drehtage, die aufgeteilt waren. Also wir haben mit 4 Kamerateams teilweise zeitgleich gedreht. Ein Kameramann war zuständig für die Protagonisten, die ja auch in dem Film vorkommen. Mhm. Es ist ja kein reiner Naturfilm, mhm. also es kommen ja Menschen drin vor. Einer hat eher die Säugetiere gefilmt, ein anderer hat sich auf die Landschaften konzentriert und der vierte hat dann den Mikrokosmos abgedeckt, also die winzig kleinen Käfer, die ja dann auf einer großen Kinoleinwand in Szene gesetzt mhm. wurden. Und das war schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Und wir haben natürlich auch große
große Anstrengungen unternommen, dass wir die Jahreszeiten bekommen können. Man weiß ja in Zeiten des Klimawandels nicht, ob es überhaupt einen Winter gibt. Wir haben das geschafft, wir hatten aber auch natürlich sehr, sehr viel Glück. Also ich glaube, so ein Stück weit galt da schon auch dieses Glück für die Tüchtigen. Wir haben so engagiert gearbeitet und ohne Glück kann man sowas einfach nicht stemmen. Ja. Wie haben Sie denn die verschiedenen ProtagonistInnen gefunden, die dann auch was sagen oder eben interviewt werden? Ja, also für mich war ganz wichtig, einen internationalen Ansatz zu wählen. Der Park ist ein kleiner Park im Herzen von Mitteleuropa und ist jetzt im Vergleich zum ältesten der Welt, dem Yellowstone-Nationalpark, wird sich winzig, winzig klein, hat aber eine immens große Wirkung, gerade auch im Bereich der Forschung. Und die Forschung findet ja international statt. Und da habe ich natürlich sehr stark auch in der Auseinandersetzung mit dem Nationalpark nach Protagonisten gesucht, die, die dafür in Frage kommen könnten. Es ist eine Forscherin dabei, also eine weltweit renommierte Entomologin. Ich habe aber auch dann versucht, also die Einheimischen natürlich zu Wort kommen zu lassen. Und ich habe auch versucht, verschiedene Facetten aufzuzeigen, dass dieser Film also nicht nur aus der Sicht des Weidlers erzählt wird, sondern dass jetzt zum Beispiel auch eine Philosophin zu Wort kommt, die über die Bedeutung von mehr wilder Natur uns erzählt auf einer ganz anderen Ebene, als Wissenschaftler das können. Also es war der Versuch, wirklich ein umspannendes, also vielschichtige Einblicke zu geben aus der Sichtweise von vielen Menschen, um so auch die breite Masse der Bevölkerung abzudecken in ihrem Wunsch nach mehr und in ihrer Sehnsucht vor allem auch nach mehr unberührter wilder Natur. Und da haben wir natürlich, ja, da habe ich viel recherchiert und natürlich auch gecastet, obwohl es ein Dokumentarfilm ist, also muss man natürlich auch schauen, wie passen die Protagonisten zueinander, es sollen nicht nur Männer sein, es sollen nicht so frauenlastig sein, also so habe ich natürlich auch auf diese Dinge ein Stück weit geachtet. Ja. Um mal ein bisschen zur Thematik des Films zu kommen. Ich habe es mal unter das Wort Nachhaltigkeit gestellt. Man sieht, es gab im Jahr 1990 mehrere Orkane, die eben sehr stark auch über den Bayerischen Wald hinweggefegt sind. Und es wurde schwer darum gekämpft, ja, sozusagen den Bayerischen Wald wieder auf Hochglanz zu polieren, nenne ich es jetzt mal, oder eben überhaupt nicht einzugreifen und den ganzen Wald sich selbstständig renaturieren zu lassen. Und wie man dann auch erfährt, hat sich die Renaturierung auch noch schneller vollzogen eigentlich als gedacht. Aber es war natürlich auch nicht nur von heute auf morgen, sondern hat vermutlich auch Jahrzehnte doch gebraucht. Und offensichtlich ist also auch in unserer kurzlebigen Zeit auch langfristiges Denken möglich und sogar noch erfolgreich. Was meinen Sie, wie könnten wir zu so einem veränderten, langfristigeren Denken kommen, eben wenn man so sieht, was da zum Beispiel möglich ist, wenn man einfach mal der Sache ihren Lauf lässt? Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Menschen, und mit Menschen meine ich die breite Masse der Bevölkerung, noch mehr zu sensibilisieren für die Belange der Natur. Wir sehen das ja heute schon in Umfragen, dass Jugendliche sehr stark sich engagieren, also auch durch die Fridays for Future-Bewegung, dass die unglaublich aktiv sind, wenn es um den Naturschutz geht. Ich glaube, es ist wichtig, dass solche Botschaften, wie der Film sie vermitteln will, nämlich, dass wir mehr wilde, unberührte Natur brauchen, weil wir dadurch mehr Artenvielfalt generieren können, weil wir dadurch stabilere Wälder haben werden, die dem Klimawandel auch besser standhalten. Und ich denke, das ist ja das, was uns alle eint, also was uns weltweit eint und was das größte Problem ist, mit dem wir zu kämpfen haben, das ist der Klimawandel. Und so ein kleiner Film kann, wie ich hoffe, schon eine Wirkung haben, in dem gezeigt wird, dass so ein kleiner Park einfach es geschafft hat, Wildnis zuzulassen. Also im Nationalpark Bayerischer Wald kann man sehen, dass es ein Miteinander von Mensch und wilder Natur gibt, dass es lebbar ist. Ja? Viele sagen ja immer, das geht nicht. Ja? Wir haben Wildtiere, der Wolf kehrt zurück. Den Wolf können wir nicht haben, wir sind zu dicht besiedelt. Wir wollen dieses nicht, wir wollen jenes nicht. Wir wollen aus dem Wald möglichst viel herausholen.
Ich verstehe das im Einzelnen, ja, das ist ja auch alles notwendig und wichtig, aber es ist wichtig, der Natur eine Stimme zu geben, weil sie einfach keine Stimme hat. Mhm. Und wir sehen anhand des Beispiels Nationalpark Bayerischer Wald, dass es geht, binnen vergleichsweise kurzer Zeit einen vitalen, wilden, unberührten Wald entstehen zu lassen, sage ich jetzt mal, ja, zu lassen, weil der Mensch ja auch es gelassen hat. Er hat es zugelassen, mhm, indem er sich zurückgenommen hat, indem er nichts getan hat. Mhm. Und das finde ich so spannend, dass gerade in diesem Nichtstun die größte Aktivität besteht und die größte, aus meiner Sicht, und das sagt auch die Philosophin in dem Film, die größte kulturelle Leistung. Mhm. Ja, einmal wirklich von dieser Hybris wegzukommen, dass man was machen muss. Die Natur zeigt uns, wie es geht, und die Natur schafft es ganz ohne uns. Ja? Wir müssen es nur lernen, dass wir nicht überall gebraucht werden. Mhm. Und das ging innerhalb von sehr kurzer Zeit. Es sind jetzt gerade mal 25 Jahre, was so für die Entwicklung eines Waldes ja sehr, sehr kurz ist. Mhm. Also für uns mag das lang sein, für einen Wald ist es gar nichts. Und es hat eben gezeigt, dass es geht. Ja? Mhm. Und das ist, finde ich, so, ja, das finde ich wirklich großartig, dass man das da direkt ums Eck im Bayerischen Wald sehen und erleben kann. Mhm. Das führt auch noch mal praktisch ein bisschen weiter zu meiner nächsten Frage. Es wird ja auch oft angesprochen, das Thema Borkenkäfer, also eben genau die Zerstörung eigentlich durch den Borkenkäfer. Mhm. Aber da gibt es eben den Hinweis darauf, dass eben eigentlich der Klimawandel, das haben Sie ja schon erwähnt, dann auf die Bäume, auf das ganze System einwirkt, dass die Bäume nicht mehr das Immunsystem haben, um sich eigentlich natürlich gegen den Borkenkäfer wehren zu können. Und deswegen kann der Borkenkäfer dann so vieles platt machen, sage ich jetzt mal. Genau. Aber diese Erkenntnis, also sobald man das auch im Film sieht, ist ja auch erst durch genaue Beobachtung und Erforschung erwachsen. Das hat man wahrscheinlich auch nicht gleich vielleicht erkannt. Braucht es irgendwie auch von unserer Seite mehr genaues Sehen der Natur und so eine Erforschung von solchen Vorgängen? Ja, absolut. Also Sie sehen das ja, im Nationalpark, in jedem Nationalpark ist der Bereich Forschung, mhm, eine ganz wichtige Säule. Und auch der Bereich Umweltbildung. Also in den Wald hineingehen, zu schauen, ganz bewusst zu schauen, was passiert da. Ja? Also Forschung zeigt uns ja, wie, also man kann durch Forschung Vorgänge verkürzen. Mhm. Ja? Und diese Erkenntnisse kann man dann verwenden für Wälder auf der ganzen Welt, die halt keine unberührten Wälder sind. Mhm. Also für Wirtschaftswälder, für konventionell bewirtschaftete Wälder, die wir ja auch brauchen und wo ja auch schon viel passiert ist, aber halt immer noch viel zu wenig. Wir brauchen, also wenn man sich vorstellt, dass ganz viel Wald, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, im Privatbesitz ist, also auch in Deutschland, da müssen solche Erkenntnisse sich ja auf die Fläche übertragen. Ja, das nutzt ja nichts, wenn wir das nur im Nationalpark machen, weil dann ist der Nationalpark eine Insel, ja, und drumherum ist alles menschengemacht und das kann es ja nicht sein. Mhm. Wir brauchen es in die Fläche. Und da hilft natürlich dieses bewusste Sehen und auch Hineingehen und dieses, dass man sie erklärt bekommt, ja, gerade im Bereich der Bildung, das hilft sehr, sehr viel. Und der Nationalpark macht ja da sehr viel mit Kindern und Jugendlichen. Das sind ja die Hoffnungsträger der Zukunft und die sollen da auch sensibilisiert werden. Und die Forschung tut das auch. Mhm. Und die Forschung ist sehr viel weiter als die Politik, weil sie sehr viel internationaler denkt und sehr viel fordernder ist. Wir haben halt in der Politik immer nur dieses Klein-Klein und es basiert alles auf der Freiwilligkeit der Menschen. So wird es aber nicht funktionieren. Mhm. Also da muss viel mehr passieren und das zeigt uns die Forschung, finde ich, sehr, sehr gut, weil Menschen da vernetzt arbeiten an einem Ziel, was ja auch der Klimawandel ist. Das ist ja auch etwas Globales, wo wir ja auch immer uns zusammentun und beim Pariser Klimaschutzabkommen uns weltweit verbünden. Aber es muss halt getan werden. Also es kann halt nicht dabei bleiben, dass wir alle sagen, ja, super, wir finden das toll. Wir brauchen mehr wilde Natur, wir brauchen mehr Wälder, gesunde Wälder. Mhm. Und dann passiert nichts. Mhm. Und da denke ich, ja, genaues Hinschauen und Spüren, das ist so wichtig. Ja. Mhm. Ja.
Wir hatten es auch schon thematisiert. Ich habe es unter den Begriff Wildnis gestellt, eben, dass man wieder Wildnis zulässt, sozusagen nicht alles bearbeitet. Ja. Wird ja auch so ein bisschen als wieder zu entdeckendes Ideal dargestellt, ist ja auch schön, aber wir sehen es ja auch, es hat auch eine zweite Seite, diese Wildheit, nämlich zum Beispiel so wilde Tiere wie den Wolf oder Luchs, die sich wieder angesiedelt haben. Mhm. Jetzt sieht man im Film auch den jahrhundertealten Brauch des Wolfsaustreibens in Bodenweiß, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und wird ja auch immer noch praktiziert. Aber was gibt es denn sonst noch heutzutage? Oder gibt es irgendwelche, ja, sozusagen Praktiken vor Ort oder was tut man denn, um das gegen diese Angst, dass das Wilde zu nahe kommt oder eben nicht in das dicht besiedelte eingreift? Also was man vor Ort tut, ist einfach unglaublich viel Aufklärung betreiben. Sie sehen das ja am Nationalpark. Bei der Gründung waren die Leute, also da war es ja Neuland. Da hat man ja, ist der erste Nationalpark in Deutschland. Man hat ja überhaupt nicht gewusst, was da los sein wird. Ja. Da waren die Leute erst positiv überrascht, dann kam der Borkenkäferbefall, dann fanden sie es ganz schrecklich, auch nachvollziehbar für die Region und auch für die damalige Zeit. Und jetzt, 50 Jahre später, sind mehr als 90% in der Bevölkerung Nationalpark-Fans. Mhm. Ja. Jetzt gibt es Gott sei Dank nur noch einige wenige, das sind halt die Ewiggestrigen, die gibt es wohl überall, nicht nur im Bayerischen Wald, die einfach, die halt einfach immer noch an dem festhalten, was sie vor 50 Jahren gedacht haben oder was ihre Eltern gedacht haben. Die gibt es schon noch, aber es sind sehr, sehr wenig. Und ich denke, durch dieses immerwährende Zugehen auf den Menschen, ja, durch diese vielen Angebote, die der Nationalpark bietet, Natur hautnah zu spüren, hat sich sehr viel getan und in der Bevölkerung natürlich auch dadurch, dass die Menschen merken, dieser Wald ist, ja, der ist so toll, dass die Leute aus München dahin kommen. Ja? Da kommen Amerikaner, da kommen Besuchergruppen von überall her. Mhm. Ja, Touristen kommen halt auch und bringen natürlich auch Geld in die Region. Mhm. Und da kommt, also es sind verschiedene Faktoren, dadurch kommt so eine Wertschätzung zustande und die ist jetzt einfach da. Und das Beispiel zeigt, dass es geht und dass es natürlich super wäre, wenn sich sowas auch andernorts übertragen würde. Mhm. Ja? Sodass wir vielleicht doch in Bayern noch einen dritten Nationalpark bekommen. Mhm. Der Steigerwald, der war ja da auch im Gespräch. Genau. Mhm. Ja. Dann greife ich gleich mal das Thema Tourismus auf. Ich frage einfach, weil ich selber nicht weiß, ist der Nationalpark öffentlich zugänglich? Und wie viele Touristen kommen ungefähr im Jahr? Und jetzt mal ganz praktisches Beispiel, wie sieht es mit Müll aus tatsächlich? Mhm. Also wie ist dieser Tourismusgedanke, wird da aufgeräumt sozusagen? Ja, also zur ersten Frage, es gibt Gebiete wie in jedem Nationalpark, die sind nicht öffentlich zugänglich. Mhm. Das ist wichtig so, weil natürlich Tiere generell Schutz brauchen und Ruhe brauchen. Mhm. Ja. Also es geht halt nicht, dass Tourenskigeher im Winter dann durch das Brutgebiet des Habichtskauts oder des Auerhahns laufen und da Lärm machen. Ja, so. Aber es gibt ganz viele Wege, also ein unglaublich tolles Wegenetz, wo man sich frei bewegen kann. Und das ist so abwechslungsreich, dass ich jetzt nach, 40 Jahren, die ich da rumlaufe, immer noch Wege finde, die ich vorher noch nie, also wo ich noch nie war. Dann ist die zweite Frage, war das Thema mit dem Müll, ja. Oder? Oder war genau, also gibt es Hinterlassenschaften sozusagen, die immer aufgeräumt werden müssen? Ja, leider schon. Also wie ich von der Nationalparkverwaltung höre, hatten wir jetzt oder haben wir in Corona-Zeiten einen großen Run auf den Nationalpark. Mhm. Und es gibt halt leider auch Menschen, die einen Nationalpark mit einem Zoo verwechseln oder mit einem Funpark, ja, die in diesen Nationalpark kommen und fragen, ja, wo sind denn da die, wo kann ich denn da Spaß haben, ja. Und es gibt auch Menschen, die im Wald rauchen und ihre Kippen da liegen lassen und die auch zu Sonnenaufgang auf dem Lusen sind, also so wird mir das berichtet, und den Müll da liegen lassen. Mhm. Die gibt's auch. Und da versucht man halt auch über die Ranger natürlich auch Aufklärungsarbeit zu leisten und ja, so wie halt überall es Menschen gibt, die diese Achtsamkeit nicht haben, gibt es sie halt dort natürlich auch. Mhm.
aber es ist nicht die Mehrheit. Ja. Führt mich fast auch schon zur nächsten Frage, denn Sie haben es schon gesagt, gerade in Corona-Zeiten war ja Reisen jetzt wenig möglich und der Tourengeher, also der Wanderer und Fotograf, sagt ja, die Landschaft erinnert ihn ohnehin schon Alaska, Sibirien oder skandinavische Länder. Mhm. Jetzt geht ja der Trend sowieso schon, auch nach Corona wahrscheinlich dahin, nicht mehr so viel Flugreisen oder mehr Reisen im eigenen Land. Gibt es da die Befürchtung, dass solche Parks, eben wie Sie sagen, auch Funparks, eben nicht Funpark, aber dass dieser Nationalpark überrannt wird einfach? Also wo ist dann die Einsamkeit und Ruhe, die der zum Beispiel jetzt gerade so noch genießt? Ja, also ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich vom Nationalpark weiß, weil ich bin da ja nicht in der Verwaltung, aber die hatten wirklich große Sorge, dass sie überrannt werden. Mhm. Und ich kann das jetzt so nicht sagen. Wenn ich dort bin, finde ich immer Wege, wo ich allein bin. Und man muss schon auch unterscheiden, also was sind jetzt Massen und was ist noch moderat. Ja. Aber in Summe sehen wir, dass die Sehnsucht der Menschen nach Natur halt immer größer wird, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und das sollte ja ein Signal sein, dass wir vielleicht wirklich mehr von diesen unberührten Gebieten ausweisen. Und da denke ich, kann sich es dann natürlich auch besser verteilen. Also wenn die Regierung dazu käme, sich das selbstgesteckte Ziel, also bis 2020, das ist ja leider schon rum, 2% der Fläche Deutschlands naturbelassen zu lassen, dann wären wir ja schon sehr weit. Leider sind es nur 0,6%. Also wir brauchen einfach mehr von diesen Flächen. Ganz einfach, ja. Und natürlich ist es schwierig, weil wir immer mehr Menschen werden. Aber es müssen halt Lösungen gefunden werden. Und wenn man sich da bemüht, dann denke ich, ist sowas möglich. Mhm. Weil die Menschen es brauchen und wollen. Mhm. Dann komme ich zu einer letzten Frage unter dem Titel Genaues Sehen. Im Film fällt sinngemäß das Zitat, wir können die Schönheit nicht mehr sehen, weil wir es verlernt haben. Und jetzt kann man natürlich aufmerksam durch die Natur wandern, was wahrscheinlich auch viele im Nationalpark machen, aber solche genialen Nahaufnahmen, zum Beispiel von Bienen oder Schmetterlingen oder sogar vom garstigen Käfer. Der gar nicht garstig ist. Der gar nicht garstig ist, genau. Die sieht man natürlich nicht mit bloßem Auge. Und hoffen Sie, dass Sie mit Ihrem Film vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, dass Menschen noch bewusster durch die Natur gehen und dann auch wieder anders mit ihr umgehen? Ja, natürlich. Also als Filmemacher hat man verschiedene Botschaften und Wünsche. Und ein großer Wunsch ist natürlich, indem ich diese Schönheit zeige, auch diese Erhabenheit, diese Kraft, die in der Natur steckt, in diesen völlig unterschiedlichen Aufnahmen, also Mikrokosmos versus Makrokosmos, würde ich mir natürlich wünschen, dass Menschen einen anderen Blick bekommen und diese Begeisterung sich auch, dass die ins Herz kommt, und dann natürlich auch zu einem anderen Bewusstsein führt und dann auch letztendlich zu einem anderen Umgang mit der Natur, nämlich zu mehr Engagement für wilde Natur und auch zu einem behutsameren Umgang, wenn man halt in ihr sich bewegt, dass man halt nicht querfeldein läuft, dass man halt dass man halt vielleicht sich auch mal engagiert für einen Käfer, der jetzt nicht so toll ist. Dann gibt es vielleicht mal Patenschaften für den Borkenkäfer, warum denn nicht? Ja, nicht immer nur für den possierlichen Luchs, den alle gern haben, weil man ihn streicheln kann. Also kann man natürlich nicht, aber weil er so an einen Hund erinnert oder an eine Katze. Mhm. Ja, ist ja eine Katze. Natürlich würde ich mir das wünschen, ja. Mhm. Ja. Ja, ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Lisa Eder, die Regisseurin von Der wilde Wald. Vielen Dank. Am Ende darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Film Der wilde Wald in der Sektion Münchner Premieren läuft und man beim Kino-Kino-Publikumspreis, der vom Bayerischen Rundfunk und Dreisat ausgelobt ist, abstimmen kann. Dafür können Sie am Ende des Films über die Homepage des DOCFEST mit einem Button abstimmen, ob Sie ihn ins Rennen schicken wollen. Vielen Dank.